Hallo und herzlich willkommen zu diesem ganz kleinen Tutorial. Und zwar werde ich euch heute zeigen, wie ihr automatisch in Microsoft Internet Explorer 8 das so einstellen könnt, dass sich Registerkarten automatisch öffnen, wenn ihr auf einen neuen Link klickt. Standardmäßig ist das so eingestellt, dass wenn wir mal hier auf den Link klicken, das Ganze in einem neuen Fenster geöffnet wird. Um das trotzdem dann in einer neuen Registerkarte zu öffnen, müsste man die mittlere Maustaste klicken. Und ich zeige euch jetzt, wie man das standardmäßig einstellen kann, dass es immer in einer neuen Registerkarte geöffnet wird. Dafür gehen wir hier in den Punkt auf Extras und auf Internetoption oder über die Systemsteuerung dort gibt es dann die Option Netzwerk und Internet, da klicken wir dann drauf und hier dann auf die Internetoption. Und dann kommen wir in dasselbe Menü. Gut. Wenn wir das gemacht haben, erscheint dieses Fenster. Und dann klicken wir hier auf den Registerkartenbereich, da auf Einstellungen. Und wählen hier beim Auftreten von Pop-ups. Internet Explorer anscheinend lassen wir Pop-ups geöffnet werden. Pop-ups in einem neuen Fenster öffnen, was die Standardeinstellung ist. Oder Pop-ups in einer neuen Registerkarte öffnen. Und wenn man jetzt zum Beispiel von einem externen Programm auf den Internet Explorer zugreifen will, kann auch hier einstellen, dass in einer neuen Registerkarte im aktuellen Fenster geöffnet wird, diese Internetseite. Zum Beispiel, wenn man was installiert und sich danach die Internetseite des Herstellers wieder dann öffnet. Gut, bestätigen wir das alles mit OK. Und jetzt öffnet das Pop-up in einer neuen Internetseite. Also eine neue Registerkarte. Gut, ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr meine Videos abonniert, kommentiert und mit dem Daumen nach oben bewertet. Tschüss.